So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mal wieder zu einem LOL-Commentary. Und ich habe heute mal jemanden Besonderes hinzugefügt, den wir noch nicht hatten. Und zwar den Dave, The Leader. ehemals bekannt als König der Elohölle. The Leader LP. Sehr große Let's Plays, müsst ihr euch mal angeguckt haben. Leider momentan noch nicht aktiv, aber das kommt wieder. Der Leader-LP hatte ich nie. The Leader, nee, warte, The Destiny LP. Ja, nee, Lenny, egal. Wir Ja. wissen beide, dass es nie so kommen wird, aber Irgendwann, bestimmt. So und. versprich ihn erstmal irgendwas. Ja, wir besprechen euch erstmal irgendwann. Irgendwas kommt bestimmt irgendwann, Leute. So, ganz bestimmt. Wir sehen ein Dominion-Match, bei dem der Heat disconnected ist auf der gegnerischen Seite. Erstmal die Aufstellung. Wir haben Krabda, bekannt von ganz vielen Let's Plays von mir. Spielt eine Karma, den Snow, der Warwick spielt. Duke mit Cassio, bekannt von meinem Turnier. Aqualitas, ein Unbekannter, er heißt eigentlich Franz. Und meine Wenigkeit, die Rennet gespielt hat. Dann Cyan und Heimerdinger, Zilean, Yi und Six. Wie gesagt, der Yi ist disconnected und unser Franz, also Malphite, hat eine Latenz von durchgängig über 900. Konnte nicht spielen, konnte keinerlei Aktion im Teamfight starten. Deswegen ist es durchaus interessant, hier eigentlich ein 4 gegen 4 zu sehen, bei dem der Yi auch wieder zurückkommt. So viel kann man auch sagen. So. Lenny, obwohl du gerade sagst, Krabda, bekannt durch ganz viele LPs von dir. Dave ist auch Ja, bekannt, ja! wir haben auch eins, und zwar das eine. Das eine, sie alle zu knechten. Shinigetsu Neketsu, Kuwa! Kunio Banka Tachi no Iyo. Ja. Lenny, ich sag nur, letztes Level, ne Pistole, krach. So Leute, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, wir wollen jetzt auch mal anfangen. Der mag dann einfach gucken, wie er zurechtkommt. Nein, auf meinem Kanal gucken. Oh Guckt Gott. euch nicht an. Nee, guckt es euch nicht an, schrecklich. Bloß nicht, guckt keine Videos von mir an. So, wir wollen jetzt einfach mal gleich anfangen. Wir sehen eine Cassio gegen einen Heimer unten. Wo siehst du da Spielvorteile? Wo siehst du beim Matchmaking überhaupt Spielvorteile? Casio hat mehr Range, Heimerdinger hat, glaube ich, mehr Sustain. Und kann unter Umständen, kommt auf sein Setup ab. Auf sein Setup an. Runen, Masteries. Er könnte unter Umständen besser pushen, aber Cassio hat auf lange Sicht auch weniger Mana. Mir fällt alles um in meinem Zimmer. Hat auch, sag ich mal, auf lange Sicht, wenn sie es schlau macht, weniger Mana-Verbrauch als Heimer. Ja. Dafür hat Heimer die Türme, aber dafür hat Cassio die Range. Also es wird interessant zu sehen, aber ich finde auch den Topkampf sehr interessant. Und deswegen werde ich jetzt einfach reinziehen und wir machen dann beide auf Play. Ich werde das so sagen, ich werde 3, 2, 1 Klick sagen und bei Klick drückst du drauf, okay? Ich würde sagen, sie machen was. 3, 2, 1 Klick. So. Die Cassio geht auf ihre Botlane. Träne ist das Geile an der Träne, dass man im Spawn die schon hochrushen kann mit Cassiopeia, dass du schon auf 100 Mana Bonus bist. Was ziemlich geil ist. So, wir sehen einen Smellfighter, der einfach Cassio, irgendwo hinterher rennt, Cassio, der kein Ghost hat. Cassio, Cassio ist durch den Sprintbottom schneller gewesen. Ein Jupp. klein wenig. So, jetzt sehen wir, Six mit einer Sprengladung, aber hat Jupp. sie nicht rechtzeitig gezündet. Jetzt wird gebaitet, das wird schon gleich gezeigt. Jetzt wird hier wieder eingenommen Das und unterbrochen. Minenfeld und Malphite rennt rein, der Arme. Er kann nichts Ja, machen. er hat halt eine Latenz von 900, er sieht nicht, er sieht auch die Minen nicht. Das sieht man auch, seht ihr euch, wie der wehrt sich nicht, das ist. Harassed. Wie man es von einem Zillian gewöhnt ist. Yi So, kehrt jetzt kommt zurück. Yi zurück. Jetzt wird's gefährlich, weil jetzt ist eigentlich 4,5 gegen 5 Spieler. Bottom, wie ich es gesagt habe. So, Warwick. Heimer, einen leichten Push-Vorteil. Jo, aber oben sehen wir gerade, wie der Warwick engaged, Bis was nicht ganz zu. verständlich ist. Und da wird der Renekton rausgenommen aus dem Spiel. Du bist tot. Du bist tot, richtig. Warwick wurde von der Sprengladung hochgekickt, ist low life, wird nochmal geheilt von Ob der Karma. Cyan das überlebt, weiß man nicht. Oh. Sein, jetzt Warwick mit dem. Ja. Der ist down. Das war der Schlag, oder? Das war ein normaler Autotech, der ihn getötet hat. Oh, Warwick Aber das wird Warwick hätte töten, das wird Schild Warwick halten töten. genug? Nein. Nein, das wird nicht halten. So. Aber Cassio Bottom in 1v1 definitiv stärker gegen Heimerdinger. Zumindest was den Anfang geht, angeht. Also Heimer ist ja eher auch ein Champ, der überlevelt und überzeigt. Zilean überlebt das Ignite mit 20 HP und So, und da der Malphite kann sich halt nicht er kann bewegen. nichts machen, er kann sich nicht wehren. Da nimmt das rote Team dann wohl die Windmühle ein. Sieht danach aus, ja. Bottom pusht Cassio, die Relikte sind mittlerweile auch erschienen. Warwick respawnt. Cassio geht nach Hause. Sichert das Ganze. Ist auch sinnvoll, ganz ehrlich, gegen Heimer. Heimer mit Würde ich auch vollem machen. Mana ist gefährlich. Heimer ist wieder So, voll da. oben versucht der Renekton Zeit zu gewinnen. Er kann den Kampf nicht gewinnen, er kann ihn nur ein Also wie bisschen. gesagt, du versuchst Zeit zu Ja, gewinnen. ich kann sie halt nur baiten. Ich kann halt nur aufhalten, dass sie nicht weiter vorrücken.
Mein Feed mit einem Prospector Sword und Berserker Greaves. Kommt jetzt kaum um die Ecke, denke ich, hat er bewusst gewartet. Morvi könnte den das HP-Relikt nehmen. Ja, das wird durchaus Sinn ergeben. Jetzt erneut Cassio im Kampf gegen Heimerdinger. Cassio überlegen und ein Kill für Cassio. Der Ulti perfekt getimed. So macht man das. Six ist ziemlich low. Er könnte leicht getötet werden, weil Warwick 6 ist, aber Karma und... Aber der Engage würde sich nicht lohnen, weil dann Warwick selber stellen würde und dann wäre Karma die Angepisste. Sie müssen auf Renekton warten, weil Malphite halt nicht mitspielen kann. Malphite ist halt hauptsächlich noch dafür, gut ein paar Schüsse einzufangen von den Gegnern. Richtig. Um es mal nett zu formulieren, weil es war unspielbar für Malphite. Wir haben auch gleich... Jetzt kam der Ulti, wie ich ihn prophezeit hatte, auf... Lenny. Da kommt der Engage und nein, da kommt die Ulti von Zillian, sehr schön. Malphite mit einem wunderbaren. Malphite mit einem Engage! Zack, die Bombe kann niemand mehr mitnehmen. Was wird geschehen? Yi heilt sich gegen, aber die Idee stehen zu bleiben war scheiße. Aber da kam das Krokodil. So. Und da kommt der ziemlich epische Superzeit an. Da kann sich leider der Malphite auch nicht wehren, wenn man sich einfach mal anguckt. Storm Shield auf Sion. Snow wird sich jetzt opfern, denke ich. Ja, und du wirst auch noch drauf gehen. Da wird nicht viel passieren, ja. Dafür hat Cassiopeia den Bottom, die Bottom Base secured. Heimerdinger wird vom Tower angegriffen, aber die Rakete reicht, um Cassiopeia zu töten und er captured die Refinery, nehme ich an. Trotzdem hat der Zeitpunkt, in dem sie das aufgehalten hat, einen minimalen Vorteil gegeben. Nein, Bottom unten links, was Heimer eindingt, war das Scrapyard, oder? Ja. Gut, ich korrigiere mich, es war nicht die Refinery, weil die ist oben links. Six jetzt encountert Malphite und Karma. Ich nenne es jetzt mal im Dschungel, fällt mir der Erfahrung. Ja, die Hextech-Mine oder das Sprengladung liegt aber schon wieder ausgetimt. Ist bei dir auch die Anzeige oben kaputt, dass bei beiden 500 Punkte stehen? Ja. Das werden wir dann... Oh, Warwick jetzt mit dem Stormshield und einem ziemlich starken Karma-Schild. Oder nein, das ist das Stormshield, oder? Noch? Zion hat sich in eine schlechte Position begeben. Aber Warwick hat den Exhaust drauf, kann nicht viel Damage austeilen. Malphite ist relativ useless, um es mal ehrlich zu sagen, aber... Renekton wird wieder rausgefokust. Ja, Renekton wird rausgefokust, aber Warwick gelingt der Kill. Und er channelt gegen den... das ist zu viel Damage gegen Warwick. Das kann nicht gut gehen, da muss er sich zurückziehen, das ist richtig. Aber mich stört es gerade ehrlich, dass oben die Anzeige defekt ist. Kann man da irgendwas machen? Ich weiß es nicht, wir könnten ja mal eine Oshini Katsukura machen. Nein. Cassio Bottom am Pushen mit einem leichten HP-Nachteil, allerdings... Heimer mit einer schönen Raketensalve, dass sie da getroffen hat. Sie weiß nicht, wo Heimer ist. Und er kommt aus dem Gebüsch, errichtet einen Turret. Die Granate trifft sie nicht, gut gedodged. Heimer läuft sacht an der Giftlache vorbei. Ah, das wird reichen. Aber Cassio wurde erwischt. Und top, jetzt wieder ein Initiierungs... Ulti von Malphite und eine Bombe von Six. Karma sehr low life, kommt raus. Muss ich mit dem Sallen anlegen, aber den wird sie überleben. Warwick ebenfalls low life. So, jetzt wird wieder Renekton gefokust. Und Snow engaged allerdings auch. So, jetzt versuchen Karma und Snow sich gegenseitig am Leben zu halten. Jetzt kommt der Stun von Renekton, der die beiden am Leben erhält. Oh, Malphite opfert sich. Warwick heilt sich, Bottom. Cassiopeia hat den Scrapyard weggepusht. Und der Ulti von Cassiopeia sah es aber, trifft nur den Rücken von Heimer. Und die Geschütze sind auf Eis gestellt und Cassiopeia geht down. Das ist der Kill von Heimer. Das war schön von Heimer gemacht. Das Gift tötet Cassiopeia im Gegenzug. Heimer, und der Ulti Heimer von Warwick auf Sion. Und durch Chemien wird Warwick das überleben. Nein, er ist eindeutig low HP. Das Schild nochmal von Karma auf Warwick. Warwick probiert sich zurückzuziehen, kommt aber nicht mehr weg. Die Vasallen blocken ihn. Yi erobert nach dem Counterkill von Heimer an Cassio und umgekehrt wieder den Scrapyard. So wie es jetzt läuft, würde ich aber sagen, Team Rot hat einen leichten Punktevorteil. Oh, jetzt hat sich die Anzeige oben aktualisiert. Es steht 443 zu 359. Bei mir nicht. Im Vorteil. Dann musst du mir die Punkte mal sagen. Wer steht jetzt wie? Rot 443 zu Grün 355. Also ein Vorteil von knapp 100 irgendwas Punkten. Was hast du denn gemacht, dass sich das verändert hat? Nichts. Es ist einfach geschehen. Zix kann mit seinem Flächendamage die relativ schmalen Lines, die wir ja hier in Dominion haben, ideal abdecken. So, jetzt sehen wir hier einen Yi mit Shield. Das ist ziemlich bösartig. Oh, Sion kommt für einen Backdoor-Angriff. Cassiopeia gesloten. Cassiopeia.
Sie kann nicht wegkommen. Die Granate sitzt und die Raketenseite wird sie töten. Oder, oder, sie kommt weg. Sie kommt weg. Das war großartig gespielt von Duke. Episch. Der Sprint verbraucht jetzt aber kommt, immerhin keinen Jetzt kommt das Krokodil zur Wachablösung. Ja. Ja, mit dem Fakers und dem... Das ist gefährlich, was Cassiopeia da macht. Durch die Jungle-Wand könnte man rein theoretisch auch den Stun von Saiyan setzen, wenn man böse wäre. Was geschieht in Suicide Top? Team Rot assaultet den ersten Punkt und Karma holt sich den Kill an Meister Merk recht schlecht als recht. Aber Saiyan assaultet, was ist das? Kann ich dich um den Fall bitten, ganz schnell? Ja. Wenn Veränderungen kommen, was die Punkte angeht, zum Beispiel wenn Punkte eingenommen sind, dann sag Bescheid, oh, bei mir wurden die Punkte jetzt aktualisiert, 441 zu 320, ist das richtig? Das ist absolut richtig. Ja, sehr schön. Der Silian Ulti auf Silian selber, Silian nochmal mit dem Speedbuff, Warwick allerdings schneller. Und da ist noch ein Renekton mit dem Drill, den er noch ready hat. Und da kommt der Kill an Silian, ganz sacht weggekommen. Oh, knapp für das Krokodil, ganz knapp. Das kommt nochmal die Heilung von... Karma durch. So, jetzt müssen sie gucken, wie sie es machen. Das müssen sie intelligent machen, weil der Fizz ist, der Six ist gefährlich, der kann zwei mitnehmen, wenn er es richtig anstellt. Aber er schafft es aber nicht. Aber er schafft es nicht, weil der Leech... Oh je, jetzt mit dem Alpha Strike. Oh, sucht sich Warwick raus. Ja, Malphite kann nichts machen, er ist dem Damage gnadenlos ausgeliefert, aber kommt weg, weil Karma ihn saved. Warwick jetzt channelt den Point für sein Team. Karma fällt dem Alpha Strike zufolge. Malphite auch. Aber ja, aber sie hat den Warwick Shield gegeben und gleichzeitig geheilt. Das kann sein, dass der Warwick die holt, aber nein, jetzt kommt Saiyan. Das haben sie sich ganz anders gedacht. Ist Nachteil. Das wird nicht reichen, weil es ist der Saiyan immer noch da, den kann er nicht alleine raustriggern, das funktioniert leider nicht. Und wiederum wurde die Cassiopeia zurückgedrängt und der Heimer pusht und pusht und kommt immer näher und das sieht überhaupt nicht gut aus für Team Grün, muss man ganz so sagen. Mein Heimer mit seinen 237 AP auch. Cassiopeia um glatte 32 AP überlegen und man sieht den Damage. Sie setzt sich der Raketensalve so gnadenlos aus, oder ist ihr so gnadenlos? Sie ist dem ausgesetzt. Wo soll sie hin? Sie dodgt der Granate. Die Turrets von Heimerding erledigen inzwischen die Belagerungsvasallen von Team Grün. So, jetzt sehen wir wieder oben ganz kurz. Wie der Renekton engaged. Der Renekton hält Ulti alles auf. Ist draußen. Warwick kann nichts machen, fällt im... Nein, Warwick ultet nochmal rein und... Renekton fällt ebenfalls. Zu schade. Da war leider nichts anderes möglich. Aber man muss immer bedenken, dass solche Aktionen, es geht nicht nur um die reinen Kills bei diesem Spiel. Es geht auch darum, Punkte einzunehmen. Aber ganz ehrlich, Team Grün steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Richtig, 3 Punkte für Team Rot, 1 Punkt für Team Grün. Es steht 435 zu 219. Und jetzt kommt auch der Kommentar, Sirius, this is the fifth time today we get DC'd, guys. Weil der Malphite halt nicht mehr spielt. Oder halt, wenn er spielt, mit so hohen Latenzen spielt... Cassiopeia, mittlerweile wieder aber am Vormarsch. Heimerdinger allerdings mit dem Buff auf seiner Seite und dem Vorteil des Pushens. Jetzt sehen wir ganz kurz. Unten draußen. Verlagert sich der Kampf ein wenig, deswegen... Duke wird unten vermutlich fallen gegen Heimer und Saiyan. Und fällt. Gleichzeitig sehen wir Warwick oben jetzt den Fight 2 gegen 3. Renekton plus Warwick gegen die vereinte Kraft von Six, Zillion und Renekton, Renekton baitet. Jetzt kommt der Engage von Renekton und das ist der Kill. Hervorragendes Teamplay von das beiden. Das HP Relic geklaut. Das war hervorragend gespielt von beiden, muss man sagen. Malphite wieder mehr oder minder schlecht als recht dabei. Malphite channelt den Point, um Tower Hits zu verhindern. Yee Focus Six, da kommt Renekton mit rein. Und da ist der Kill fürs Team Grün. Malphite channelt den Point mit der letzten Kraft seines Pings. Ja, also man muss auch ganz kurz sagen, der Malphite macht das hervorragend dafür, dass er noch eine Latenz hat. Der holt alles raus, was geht. Er nutzt es halt insofern aus, dass er Tower Hits bewusst frisst und solche Sachen. Kannst du ganz kurz einmal Pause sofort Play wieder drücken, weil du bist, glaube ich, einen kleinen Moment zu weit vorne. Gemacht. So, Cassiopeia channelt die Windmill. Nächstes nur noch zu 25% intakt. Warwick unter Tower Hits und von Meister Yi. Silian kommt weg, kommt auch wieder zurück, aber Meister Yi fällt. Meister Yi fällt. Yi wird fallen. Renekton muss sich da raushalten, weil Renekton nimmt den Punkt ein. Windmill wird gecaptured. So, Renekton dreht sich weg von dem Saiyan. Saiyan ist unglaublich greedy auf beide. Jetzt dreht Renekton nochmal um und da kommt die Bombe. Und nein, da kann Renekton auch nicht machen. Und Cassiopeia holt sie sich. Six kommt rein, die Bombe auf Warwick, er hat keine Chance. Er ultet auf Six und der Damage ist auf Six. Das war gut gespielt von der Team Grün. Der Vorteil wieder in den Händen von Team Grün. Aber marginal, schau sich die Punkte an. 406 marginal. Zu 99, das ist das. Richtig. Das sind 300 Punkte mehr, meine Damen und Herren, bei 500 Gesamtpunkten. Das ist. Richtig. Aber jetzt. In Unterzahl kämpfen sie sich wieder heran.
in Unterzahl ergreifen sie dennoch die Initiative. Die Gegner anscheinend ja mehr oder weniger verblüfft. Heimer jetzt mit Deathcap auch. Aber dabei. Gegen Karma jetzt. Jetzt gegen Karma. Mal gucken, wie er sich gegen Karma schlägt. Karma ist ein anderes Kaliber. Wenn er Karma. Sie ist gestunt, die Rakete trifft. So, halber hat den nur noch. Der Malphite ist wird natürlich den wieder disconnected. So, Rennick. Cassiopeia fällt Rennick gegen. Rennick backdoort. Oben wird Warwick ein wenig Zeit verschaffen, während Rennick versucht, den Punkt zu neutralisieren. Oh. Rennick wird ihn kriegen, außer Meister Lee kommt mit dem Highlander. Meister Lee kommt mit dem Highlander. Fällt der Punkt, zumindest neutral. Nein, aber. Er engaged Rennick und er macht den Kill. Und der Kill ist da. Hervorragend. Der Punkt wird weiter gechannelt. Und Six fällt ebenfalls. Da kann ihm auch das Minenfeld nicht mehr helfen. Der Punkt gespielt. Fällt. Das war großartig gespielt, dass in dem Moment Snow von der Seite reingestochen ist und der Rennickton direkt abgebrochen hat, um zu stunnen. Da war der Stun perfekt. Aber sein, kommt der Punkt durch, der Punkt ist durch, der Tower Punkt ist durch. Auf Rennick. Jetzt kommen die Tower Hits. Rennick wird fallen, so oder so. Er versucht nochmal das zu dodgen, aber er nimmt ihn noch Warwick mit. Warwick ist zu stark für... Warwick kann das jetzt aber mit Tower Hits zusammenhalten, wenn er es richtig anstellt. Dadurch, dass der Saiyan so low ist. Rennickton ist zwar tot, aber er hat eindeutig zu viel HP-Rack. Aber das gesamte Team steht gegen Warwick, er muss sich zur Refinery zurückziehen. Tower Hits an Meister, die sind stark, aber er channelt den Point. Jetzt channeln sie alle drei. Unten wiederum Karma die ganze Zeit gegen Heimer. Spielt das sehr defensiv runter, weil sie einfach momentan vom Damage nicht an den Wert des Cassiopeias rankommt. Und deswegen ganz einfach das halten muss. So, jetzt sehen wir da oben Snow, wie er versucht, um sein Leben zu rennen. Er ultet, geht rein und wird das vielleicht noch ein Kill. Nein, leider 6 Ulti. So. Ja. Cassiopeia allein versus 3. 4 sogar. Aber sie hat einen enormen Damage. Und wird das reichen? Kann das reichen? Nein. Nein, das reicht nicht. Rennick muss jetzt leider umdrehen. Das Gift tötet sein. So, kann Rennick gegen 3 halten? Wie lange kann er es gegen 3 halten? Er kann es auf Dauer nicht halten. Er muss jetzt einfach nur den Zement rühren. Wie man so schön sagt. Wie lange kann Rennick, wie viele Sekunden kann er ihm geben? Yi weiß noch nicht, was er machen soll. Six wird von hinten reingehen. Zillion von der anderen Seite. Sie umzingeln ihn. Man weiß nicht genau, was er machen soll. Was macht Rennick da? Und Rennickton greift die logische Six Lösung. Jetzt versucht auch er noch der Tower ist neutralisiert. Ja, aber er hält alle auf. Er hat für genügend Zeit gesorgt, dass das restliche Team jetzt anreihen kann, weil der Damage ist unterwegs, Cassiopeia ist unterwegs. Jetzt kommt der Triple Kill. Das wird ein Triple Kill, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein Triple Kill. Das war gut vorbereitet vom gesamten Team. Man muss darüber mal überlegen, dass ich will jetzt nicht mich selber loben, aber dass der Rennick das Team die Kills vorbereitet hat, dass die ganzen Gegner low waren. Cassiopeia ist dem Damage schützlos ausgeliefert. Aber Malphite! Ja, Malphite Rennickton. Rennickton, oder besser gesagt. Die Monster-Kombi. Weil Rennickton jetzt nicht mehr da ist, Malphite dem Damage gnadenlos ausgeliefert. Er kann nichts machen. Aber Warwick mit Rennickton zusammen gegen Stunnen, den gnadenlos unterlegenen sein will das HP relax. Warwick stealt es. Und nochmal Hungerschlag tot. Und tot. Sehr schön. So aber auf das. Bottom sieht es ebenfalls eng aus. Cassiopeia kann sich kaum noch halten. Karma. Man kann nur hoffen, dass eine weitere Vasallenwelle kommt, Karma. Wenn Team Grün weiterleben will. Cassiopeia rückt jetzt Karma zur Hilfe. Mal gucken, wie das dann Karma aussieht. Hier ganz schlau. Oben kommt wiederum der Engage. Rennickton killt Yi. Und dann kommt der Engage gegen Zillion. Zillion wird getötet werden. Er wird sterben. Wie lange wird er sich halten? Und Doppeltötung von Rennickton oben. Wir sehen unten die Einnahme von Duke und Grapta zusammen. Sehr schön. Jetzt haben sie wieder 3 Punkte. Sie halten sich beharrlich. Die haben jetzt innerhalb der letzten 15 Minuten gerade mal 30 Punkte verloren. Der Boneyard wird zurückerobert für Team Grün. So, oben sammeln sich beide. Das heißt, sie besorgen sich Leben durch Leech sowie durch Heal Stations. Es steht 270 zu 66. Es stand schon 300 zu 90. Oh nein, aber ja. Jetzt Saiyan den Storm Shield. Das Storm Shield. Und er wird runtergehen. Rennickton secured ihn dabei. Jetzt wird's schwierig. Was wird Warwick machen? Er engaged da in 4 Mann rein. Ich hoffe, das ist ihm bewusst. Den Yi werden sie vielleicht noch kriegen. Nein, werden sie nicht. Der hat noch seine Ulti. Das wird schwierig. Rennickton ist rausgenommen aus dem Spiel. Oh, das wird kritisch. Der Damage von Rennickton und... Und Warwick tut mittlerweile weh. Das merkt man. Ja. So, Rennickton holt sich eine Heal Station ab, während Warwick versucht, da unten noch was zu reißen. So, Rennickton sticht jetzt wieder rein zu Snow. Wird er ihm helfen können? Bottom fällt Karma. Und ja. Aber wird der Heimer noch sterben? Nein. Heimer schafft es.
So, Warwick engage, Renekton versucht den Point zu securen, weil er weiß, wenn er da reingeht, stirbt er. Jetzt kommt der Ulti, jetzt weiß Renekton, kann reingehen. Jetzt Renekton ist die Zeit und Renekton's Damage ist abartig. Abartiger Schaden. Einfach zu groß für den Zeilen. So, wird der Stun jetzt noch da kommen kommt von Renekton? Wird Renekton Stun kommen? Siljans Ulti kommt der Stun, da kommt der Stun von Renekton und das ist aber der Kill. Aber Yi ist wieder da. Aber der Punkt ist im Vorteil für Team Grün. So, jetzt kommt wieder der Engage. Yi hat Damage, aber ist zu squishy. Sehr schön. Das war hervorragend gespielt von beiden, das muss man auch mal sagen. Die haben gerade drei Mann zu zweit auseinandergenommen oben. Die Refinery ist erneut in den Händen von Team. Und da kommt der Six Ulti. Es leben immer noch beide. So, Snow gegen Sein, wie ist das jetzt? Jetzt wird Renekton ihn stunnen. Renekton stunnt ihn, jetzt drehen wir um. Sie drehen um Engagen und das ist der Kill. Unglaublich. Sein zu greedy. Einfach nur gnadenlos zu greedy. Den Schaden, unterschätzt. Den schreibt auch schon Cassiopeia Snow. Hat at bottom Freeform. Und langsam fängt der Rage auch an, auf Seite Rot zu wachsen. Da kommt jetzt die ersten Ängste, dass man der Highlander ist Pop. Cassiopeia versucht wegzurennen, aber Yi, gnadenlos schneller und sein Damage ist amazing. Sie kann sich nicht wehren. Doch, sie kann sich wehren. Sie kann sich wehren. Oh, das war knapp. So, Warwick ist hat Blut geleckt, kommt runter, hat ordentliches Lauftempo. Renekton wird versuchen, währenddessen oben mit dem angeschlagenen Malphite, der eigentlich nur die Dekoration ist, den Punkt zu halten, zusammen mit Karma, die jetzt zum Team dazu schießt. Allerdings aufgehalten wird. Malphite deaktiviert die ganzen Bomben, warum auch immer. Es macht keinen Sinn, aber es ist egal. Heimer versus Warwick. Der Heimerdinger Ult ist poppt, aber die Tower-Hits töten Heimer. Die Tower-Hits töten Heimer. Das war hervorragend mit dem Turm gespielt. So, jetzt sehen wir oben 3 gegen 3, beziehungsweise 2 gegen 2 wohl eher, weil der Malphite nicht wirklich zählt. Ja, Sein channel den Punkt zurück. Es wird eng. Cassiopeia kommt nochmal. Und der Punkt ist in den Händen von Team Rot, aber wie lang der Damage von Warwick ist strong. Und Cassiopeia auch mit viel AP. Der HP-Stil rettet am Ende so. Warwick. Und jetzt sehen Cassiopeia wir unten, jetzt sehen wir unten die ganze Zeit High-Resing von Six und Zillion, die ganze Zeit versuchen da... jetzt ein und der Malphite, der die ganze Zeit im Disconnect ist, zwischen tausender Latenzen und dem Disconnect immer wieder. So, jetzt sieht man, dass man da nicht wirklich viel machen kann vom Ausweichmodul gegen einen Six, weil Six einfach hardcore viel machen kann, was Damage angeht. Unten versucht währenddessen der Warwick alles aufzuhalten in seinem Menschenerdenkenden. Aber es wird nicht reichen gegen beide. Er ist unterlegen. Die Storm Shields sind wieder ready. Zillion und Six mit unglaublich viel AP. Wenn jetzt nichts weiter passiert, hat Rot 3 Punkte und dann gewinnt Rot das. Ja, da endgültig. So, kann jetzt nur engaged noch die Top-Lane. Die Top-Lane engaged. Schöner Engage von beiden, hervorragend gemacht. Und wird Zillion auch noch sterben. Zillion wird noch sterben. Und ich kann mir vorstellen, was jetzt geschieht. Zillion kommt wieder und stirbt direkt wieder. Stunt. Das ist das Problem, den man hat, wenn man gegen Renekton marschiert. Renekton hat einen sehr schönen, sehr langwierigen, sehr schadensbringenden Stun. So, Sein macht Backdooring. Bottom Cassiopeia jetzt mit der Ulti und das wird ein Doppelkill für Cassio. Und so, Sein mit Stormshield macht jetzt Backdooring. Jetzt überlegt man sich, wer macht, hält da oben den Punkt, hält irgendjemand den Punkt. Wenn wir nichts riskieren, haben wir verloren, Jungs. Deswegen wird jetzt einfach blind engaged auf verschiedenste Lanes. Renekton kommt jetzt auch noch dazu. Können sie zu zweit den Sein niederringen? Das ist die Frage. Er hat Stormshield. Und Renekton ist low. Das ist die Frage, ob sie das können. So, Renekton stunt Sein, arbeitet ihn runter. Jetzt versucht er wegzukommen. Er wird ihn baiten. Er wird versuchen, ihn zu baiten. Jetzt kommt die Warwick-Ulti. Hervorragend engaged. Storm Shield ist. Jetzt versucht Renekton oben wieder ein bisschen Zeit zu gewinnen. Es geht nicht darum, dass er da irgendwelche Kills hat. Er will nur Zeit gewinnen gegen die beiden dort oben. Hauptsache, er kann sie ein wenig beschäftigen. Cassiopeia fällt erneut gegen den Highlander. So, Renekton wird da blind engagen und auch sterben, aber er wird auf jeden Fall die Leute noch beschäftigen. Und er überlebt das sogar noch. Aber der Ulti die war Ulti gewastet. War gewastet, richtig. Aber er hat genügend Zeit gebracht, dass Karma jetzt wieder dodgen kann und weiterhin der Punkt hält. Der Punkt steht noch. Darum ging es. Wenn Grabda sich jetzt nicht holen lässt. Er lässt sich leider holen. Grabda lässt sich holen und Six holt sich die Windmill. Und der Knochenhof fällt ebenfalls. Aber Warwick channelt und der Ulti von Heimerdinger ist raus. Strong. Malphite kann sich nicht wehren, ist einfach nur... Aber der Ulti trifft! Oh, Malphite trifft mit seiner ersten Ulti. Es ist egal, ob Malphite da jetzt stirbt, die Ulti hat sich allein schon gelohnt. So, Warwick macht den Kill, wird er Heimer kriegen, Heimer wird durchgeleacht. Und der Knochenhof fällt erneut. So, und jetzt Renekton Backdooring. Die einzige Chance, die sie noch haben, ist das Backdooring. Achte auf Renekton. Unten der Fight, der ist schon gewonnen, aber Renekton unten wird er schaffen, diesen Punkt einzunehmen. Sein ist jetzt auf der Flucht ausgeliefert. Wird Renekton diesen Punkt einnehmen? Das ist die Frage. Renekton holt ihn sich. Jetzt kommt allerdings Six. Kann er gegen Six im 1 gegen 1 bestehen? Was denkst du? Sie haben nur 4 Punkte. Er muss diesen Punkt nehmen. Wenn er nicht diesen Punkt nimmt, haben sie verloren. Kann er diesen Punkt nehmen?
Cassio holt sich. Kann er diesen Punkt nehmen? Cassio holt sich den Dave? Scrapyard. Dave, kann ich weiß nicht, aber. Ja, er wird ihn sich holen. Ich denke, er ist Six überlegen im Nahkampf. Das ist die Frage, aber kommt er in den Nahkampf? Das ist die Frage. Cassio holt sich hier und neutralisiert den Scrapyard. Ja, den Scrapyard und. Jetzt kommt der Engage, jetzt kommt der Engage. Er drückt Six in die Wand. Wird er das schaffen? Wird er das schaffen? Schafft er es? Ach, der Ulti von Six kommt, trifft. Zu spät und aber. Rennington überlebt das mit 1000 Leben noch auf Kante. So, und jetzt oben gewinnt Karma den Kampf, unten gewinnen alle den Kampf. Jetzt sind 5 Punkte kurz davor eingenommen zu werden. Es ist 4 Punkte nur noch auf grüner Seite. Können sie das noch drehen? Das ist die Frage. So, jetzt kommt der Flash von Malphite. Malphite weiß, es ist egal, was er dem Kampf beiträgt. Hauptsache, er nimmt diesen Punkt. Hauptsache, er gibt noch ein paar Sekunden. Es geht nur darum, dass er ein paar Sekunden bringt, Malphite. Halt sie noch ein paar Sekunden auf. 4-0, Team Grün. Rennington versucht aber, Rennington hält da unten mit Karma zusammen den Punkt. Werden sie den 6 noch einmal bekommen? Beide angeschlagen. Lilian sich den Scrapyard so, zurück. Rennington engaged blind. Angeschlagen. Er lässt sich wieder zurückfallen. Der Knochenwurf wird nicht übernommen, dank den Tower-Hits. So, das ist die Frage. Können sie das jetzt halten? Oben ein ganz stark angeschlagener Rennington zusammen mit Karma und ein Warwick, der versucht zusammen die Zillion aufzuhalten. Ja, das Zillion kann nicht ran. Sie wissen sich nicht weiter zu helfen. Sie müssen jetzt eigentlich backdoorn, aber sie versuchen es mit der Brechstange, weil sie in einer Überzahlsituation sind. So, jetzt ist Karma dran an 6. Karma ist dran an 6. Karma überrascht Zillion. Karma überrascht Karma überrascht Six mit ihrem Amazing Damage. So, der einfach nur durch ihre HP. Durch ihren HP passiv kommt. Beide mit vollem Leben gegen angeschlagene. Oh, beide tot. Beide tot. Rennington tötet. Es steht 13 zu 4. Rennington tötet. Kann Rennington diesen Zillion noch legen? Wie ist das? Zillion kann nicht fortkommen gegen den Slow von Karma. Er ist und das ist dann von Rennington. Das reicht. Es könnte. Team Grün reichen. Im Vorteil. 1-0. Mit 4 Punkten gewinnt Team Grün das noch. Ist das ein Applaus? Ja, das ist mein Applaus jetzt. Lassen wir das kurz wirken, bitte. Ja. Meine Damen und Herren, das war ein Rocky-Moment. Ich möchte dem Spiel ein Motto geben, mit dem Mut der Verzweiflung. Mit dem Rücken zur Wand. Wie auch immer. Nenne es, wie man es will, wollen. Ich fand schön, dass du dabei warst. War ein schönes Commentary. Ich hoffe, sicher? Du hast auch Spaß. Sicher. Auch wenn du Dominion nicht so liebst, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, ich kommentiere demnächst mal in 5-5-5 mit dir. Okay, können wir auch gerne mal machen. Das ist jetzt kein Versprechen. Nein, 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 nein. Weil dann müsst ihr guckt euch seine Videos bloß nicht an. Nein, nein, nein. Abonniert es bloß nicht. Ihr könntet das erfahren. Ja, echt mal. So, das wär's gewesen. Euer Lenio und der Dave, the Leader, der Führer, der einzigartige. Nein. Machen wir Destiny draus, Destiny, okay? Okay, Destiny. Seras Victoria. Du Arsch, das wird geschnitten. Und wenn nicht, dann glaub mir, die kalten Krallen der Hölle werden dich greifen. Alucard is over and out!